Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf The Old Streamform. Ich hatte gerade schon Schreck, ne? Wer im letzten Video aufmerksam zugeguckt hat, der hat gesehen, dass die Zapferle hier vorne war und es nichts mehr zum Anhängen ging. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe erstmal dann das Spiel beenden müssen. Da war mein ganzer Spielstand weg. Dann habe ich Safe Game Backup reingemacht und ich denke, juhu, es geht. Ich hatte, jetzt sag mir mal hier, der, gestern vom Discord der Simu-Freunde den 11.18.00 MB-Track gedownloadet. Den hatte ich ja auf dem Marsch gekauft. Ich muss leider jetzt vorgreifen. Ist mir das Spiel eingefroren. Jetzt hatte ich den im Mod-Ordner noch. Ihr habt es gesehen, eben schon wieder. Ne? Ich habe ihn jetzt erstmal aus dem Mod-Ordner rausgenommen. Ich denke, da wird sich irgendwas beißen, so schön wie der Mod ist, aber wenn es nicht geht, geht's nicht, ne? Es war jetzt schon das zweite Mal seit gestern, seit ich mir gegönnt hatte. Gestern oder vorgestern? Irgendwann hatte ich mir gegönnt. War nicht so schön, ne? Muss ich ja mal sagen, ne? Da kriegst du ja schon wieder die Pimpernellen in den Augen. Oder es hängt mit dem Produktionspack zusammen aus dem Mod ab. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber bis jetzt geht alles wieder, ne? Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hatte richtig ein P in den Augen, weil der ganze Spielstand wieder weg war. So. Jetzt geht's aber wieder. Ich wollte Gras mähen, hatte ich gesagt, ne? Und letzte Folge haben wir Schlepper-Tabula Rasa gemacht, ne? Habt ihr ja vielleicht gesehen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe ja drei Schlepper verkauft. Wir haben zwei neue gekriegt. Wir haben jetzt einen Deutz Fendthof. Ich finde, diese Fans sind nicht schlecht. Der 824, der gefällt mir gut. Ne? Ist noch ein Shifter. Wir haben jetzt einen Vario am Hof. Ich finde, der 516 ist gut gemacht. Ne? Vom Sound her und so. Habe ich mir gedacht, machen wir das mal hier so. Und es war auch mal ganz cool, wieder frischen Wind auf den Hof zu kriegen, ne? Ne, immer dieselben Schlepper in jedem Spielstand. Auch mal was anderes. So ist mein Entsinder meist hinter, wenn ich Schlepper Tabula Rasa mache. Und neue Trecker geben auch wieder frischen Wind ins Spielstand, ne? Ist halt so. Muss man ganz ehrlich sagen. Mir geht das zumindest so. Und jetzt möchte ich Grassilage herstellen. Wenn es denn klappt, weiß es ja nicht, ne? Irgendwas ist immer. So, da eine Wiese zu wenig ist, mähen wir beide Wiesen hier. Und da heute Sonntag ist und ich versprochen hatte, dass wir, weil ich nicht gestreamt habe, Halbstunden-Videos mache, machen wir das noch. Ist ja logisch. Ich schon gedacht, ob jetzt die Fellermehrwerke gewesen sind, ne? Aber konnte ich mir nicht vorstellen, weil dieser MB-Truck, der hat, seit ich den im Mod-Ordner habe, wie gesagt, heute Morgen schon auf dem Marsch, jetzt gerade schon wieder, deswegen muss der jetzt leider gehen. So, jetzt müssen wir aber erstmal Gras mähen. Aber das werden wir keine halbe Stunde machen, keine Panik. Halbe Stunde Gras mähen ist ein bisschen viel, ne? Hier können wir ja schon ganz gut mähen, ne? Aber eine Wiese ist zu wenig in meinen Augen um. Für Silage. Obwohl, das ist keine kleine Wiese, ne? Wenn man das so sieht. Aber trotzdem, eine Wiese ist ein bisschen wenig. Wir wollen ja schon ein bisschen mehr Silage haben, ne? Jetzt sag nicht, das ist das Produktionspack, ne? Ich krieg hier schon wieder ein Herzkasper, ne? Hier ist die Wieseneinfahrt, okay. Bisschen dunkel, ne? Man muss gehen jetzt gerade. Und gerade nicht so viel. Zeit. Muss ein bisschen Gas geben heute mal. Ist wie für die Wind. Sonntagabendfolge, ne? Halbe Stunde habe ich gesagt, ne? Ja. Muckwiese.
Nee, Sven, das sagt er, macht er besser. Ey, wir mähen zwei Wiesen. Ruf die Gefahr hin. Dass wir dann... Wie heißt es? Weniger Heu kriegen, wir müssen eigentlich auch noch mal einmal Heu machen, ne? Die Wiesen sind alle noch nicht erntereif, ne? Das ist die einzigste Wiese jetzt, die wieder erntereif ist. Aber ich glaube, wir haben zu wenig Heu. Ich möchte schon übers Jahr hinkommen, ne? Und nicht alle mal zukaufen müssen. So, warte mal. Beide Hofer hier, ne? Ja, das ist beide zusammenkloppen. Ist hier beide hoch. Das macht er jetzt wieder nicht, weil ich vorher nicht. Ist ein bisschen doof mit diesem VCA-Gebrünsel. So, jetzt musst du aber runter machen eigentlich. Jetzt klappt's. Wenn nämlich beide an sind, dann kannst du auch mit einer Taste beide Geräte hoch und runter machen. Aber wenn die nicht an sind, manchmal ist das nicht so einfach. Aber so klappt das. So, Abflug jetzt hier, Leute. Bisschen was schaffe. Nicht immer nur quatschen. Auch mal was erledigen. Zapterapie. So ist das. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer, ne? Und mit dem Truck ist komisch, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber jetzt geht's ja alle wieder. Fahrt sich nur wie lange. Ich muss ja wissen, wann mein Fan fertig ist mit drillen. Dann muss ja noch eine Ecke drillen. Dann brauchen wir später zum Ladewagen fahren. Hier noch hat er aus. Wir gucken dazwischen durch gleich mal hin. Wir müssen auch mal eine Ecke Steine sammeln. Sind wir ja echt gut vor. Aber eine Ecke müssen wir noch Steine sammeln. Da geht kein Weg dran vorbei. Die habe ich ja die ganze Zeit vergessen. Wir müssen auch wohl. Wir müssen eh überall Ölrettich sehen, aber wir brauchen die nachher zum Ladewagen fahren, ne? Das kannst du besser mit dem Großen machen. Da wir auch nicht so einen kleinen Ladewagen haben, ne? So, los geht er. Ist da fertig, ne? Das lohnt sich jetzt gar nicht für die 2 Meter das Ding wieder hoch zu machen, ne? Da können wir besser irgendwie fix durchziehen.
irgendwie noch interessant mit Schwaben, ne? Wenn du losgemäht hast, brauchst du eben meiner Meinung nach beim Silieren eh nicht die Mähwerke wieder hoch machen. Kommt, wird doch eh mit Messern geschnitten. Deswegen kannst du auch so durchfahren. Bei Heu ist das noch eine andere Sache, aber so. Geht das so? Heute habe ich ja The Alien Porn geguckt, ne? Mit Mais Plus, Leute, ey. So heidernei, ey, was da auf uns zukommt. Ich bin auch noch nicht fertig mit gucken. Ich habe nur eine Dreiviertelstunde erstmal geguckt, weil danach war meine Murmel voll, aber Satan, das wird ja voll kompliziert. Schon wieder. Da muss ich auch erstmal reinfummeln. Wie sie das alle versteht. Müssen wir uns nichts vormachen. Was da alle dazukommt und dies und das und jenes und auch. Krass. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, das wird richtig krass. Soll ja bald kommen, ne? Kommt auch, glaube ich, so wie ich es verstanden habe und gemacht habe, ne? Ja, ich glaube wohl. Dann brauchst du, wie heißt es, das gar nicht mehr in die Karten selber. Du brauchst in die Karten nicht mehr eingebaut werden, ne? Das baut sich wohl selber ein, aber du kannst ja irgendwas anderes in der XML hier verstellen, da verstellen. Ja, Svenny mit seinem technischen Verständnis, ne? Heider, neider. Wird es auch wohl noch was geben. Es wird interessant. Aber warten wir es erstmal ab, ne? Bis es da ist. Krass, krass, krass. Aber es wird dann wieder interessanter, ne? Mit Heu hier und Heu da und das und dies und jenes. Krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden sehen, was uns erwartet. Guck mal, die Wiese auch gleich schon abgebremselt, ne? Richtig gut. Aber das ist für eine, für Silo ist das eine Wiese, das ist zu wenig. Müssen wir halt noch mal nehmen. Kleinen Pflegeschleck machen. Wieso, ne? Hatte ich ja gesagt, ne? Aber bevor wir weitermachen, gucken wir eben, der ist nämlich fertig. Ich wollte nebenan die Ecke auch eben noch Gäste sehen, ne? Und da müssen wir auch walzen, ne? Oh, darf ich nicht vergessen. Schwaden können wir nämlich zur Not mit dem Deutz, da muss der Fendt nachher walzen, ne? Hier kommt auch noch Gäste hin, ne? So war der Plan. Der erste Wegpunkt, Kurs. Was ist das? Feld 6, okay. Anzahl der Vorgewände. 4. Scharf. So, CP-Kurs. Genehmigen. Speichern. Feld 6. Ne, kann nicht drin sein, weil das hatte ich selber gemacht, ne? Upa. Sehen. 4M.
Danke. Wir speichern vorsichtshalber nochmal. Erster Wegpunkt. Haben wir Spaß in den Backen. Getreide ist noch genug drin, ne? Schöner Schlepper, ne? Jetzt mal ganz eben. Schöner Schlepper, ne? Der läuft, oder? Der Standgas-Sound ist, also der Gas-Sound ist ein bisschen niedrig, ne? Aber der passt viel besser hin. Wenn ein schwarzes Man dann auf vorn kommt, dann läuft das hier auch. Guck, jetzt sieht er so hoch. Läuft. Nee, dich brauche ich gleich. Du kannst nicht walzen. Mehrwerke sind unten, Handbremse. Nee, Handbremse raus. Die Wiese wollte ich ja noch mit gemäht haben. Ne? Die zwar nicht vollen Ertrag bringen. Die ist aber ganz schön riesig, oder? Egal. Muss. Wir brauchen Silage. Für BGA und so. Weil Mais muss ich ja dreschen. Deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Grassilage. Ja, das wird ja demnächst dann auch wieder kommen, ne? Mais-Silage, Gras-Silage. Wie heißt es? Aber was dann so eine totale Mischration braucht, ne? Krass. Wie gesagt, ich habe da auch erst eine Dreiviertelstunde nur reingeguckt heute. Guck nachher noch den Rest. Aber da kriegst du ja so viel Input, da musst du ja zwischenzeitlich auch mal Pause machen. Ne? Jedenfalls. Müsste es da mal einen Modder geben, der eine Schippe oder eine Forke, weißt du, modden kann, wo du das Gewicht eingibst, was du haben willst und dann nicht mehr reingeht, ne? Sonst kannst du das ja gar nicht. Wie willst du das denn genau machen? Ey, sowas müsste es mal geben, ne? Da könnte man auch vernünftig eine Mische machen. Mal ganz ehrlich, wenn du sowas hast, dann kannst du auch vernünftig eine Mischung machen. Kann man nicht sowas skripten? Das war Sven fragen, der weiß ja sowas. Oh, Brücke. Ich, da frage ich ihn auch hier mal. Das ist ja mehr praktisch wie eine Walke oder so, muss das ja sein, ne? Oder? Ja, so schlau bin ich auch nicht. Aber irgendwie sowas brauchen wir dann. Damit du vernünftig eine Mische machen kannst. Sonst hast du ja gar keine Chance. Wenn da, sagen wir mal, da waren glaube ich 10 Futtermittel drin, ne? Das war ja so eine Latte. Wie willst du das dann hinterher noch abmessen? So für mein technisches Verständnis. Ich habe da nicht so viel Ahnung von, ne? Aber eine Waage brauchst du ja irgendwie. Dass du das vernünftig abmessen kannst. Wie willst du das sonst machen? Keine Ahnung. Ich schnick's wie's. Guck mal, läuft hier. Jetzt machen wir doch eine halbe Stunde mehr in der Rad. Wollte ich gar nicht. Ja, dann ist fertig. Fertig ist es fertig, liebe Leute. Und wer keine Lust hat, so lange zu gucken, der drückt dann X und dann. Ne? Easy peasy einfach, oder? Geht ja wohl, ne? Kriegen wir all hin. So, wir müssen es hier fertig machen, ne?
ist hier für dich, Mann. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, die Schlepper da mal so ein bisschen Tabula Rasa zu machen. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So kannst du dann auch arbeiten. Was heißt arbeiten? Kurz mit den anderen Maschinen ab. Aber es ist was mal was anderes zu sehen als immer dasselbe. So war meine Denkensweise, ne? War nicht billig, muss man dazu sagen. Ne? Wir haben 3 Schlepper verkauft und haben nur 2 dafür wiedergekriegt, aber mit 4 Schleppern kommen wir hier locker hin. Das ist halt nur zu Spitzenzeiten, wo du eigentlich 4 Schlepper brauchst. Ne? So wie jetzt. Wenn der hier fertig ist mit Mähen, kann der nämlich direkt walzen. Schwaden kommen wir mit dem Dorz. Wollen wir uns nichts vormachen. Das geht ja easy peasy mit dem Dorz. Hoffe ich. Weiß ich auch nicht, ob das so easy peasy beim Deutz geht. Wie gesagt, der muss walzen. Die Flächen, die gesät sind, die müssen nämlich gewalzt werden, alle. So, auch mal Checkkorken hinterher. Sonst vergisst man das nämlich ruckzuck, ne? Weil ich spiele ja nur mit einem Tag pro Jahreszeit, ne? Und wenn du dann nicht im selben Ingame-Tag walzt, ist das schon wieder, geht nicht mehr. Sind halt so ein paar Sachen, da muss man dran denken. Die sind neu dazugekommen, ich muss mich da auch dran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist genau wie mit diesem ollen Gemulche, wo ich das stellenweise schwachsinnig finde. Was man da jede Fläche jetzt mulchen soll, Getreidestruppel mulche ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Wenn das Stroh da runterfällt, dann steht da nicht mehr viel. Hier ist halt in meinen Augen Spritguckerei. Kannst du auch mit einem grober Unterrödel. Vergammeln genauso gut. Aber ist halt so, ne? Sind viele Sachen anders. So mit Flügen kriegst kein Unkraut. Wenn du nicht flügst und du tust Pflanzenschutz betreiben, kannst du trotzdem Ertragseinbußen. Wenn du nicht striegelst, hast du keine. Also wenn du striegelst, hast du keine Ertragseinbußen. Ist so alles ein bisschen komisch, oder? Und alles nur auf Öko getrimmt, oder was? Ich bin konventionell, ich stehe dazu. Ich habe aber beides kennengelernt, ne? Ich habe auf dem Biomilchviehbetrieb gearbeitet und konventionell. Also von daher stehe ich, weiß ich, was ich sage und wovon ich rede. Ne? Deswegen, ich bleibe bei konventionell. Klar kann man auch im konventionellen Bereich einige Sachen von der Biolandwirtschaft mit übernehmen, aber ganz auf Pflanzenschutz und Dünger wollte ich nicht verzichten. Also Mineraldünger, ne? Bin ich ganz ehrlich. Obwohl ich einen Spielstil habe, ich nehme ja auch, wenn es geht, eigentlich gerne Wirtschafts-, also ja, organische Dünger, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Mache ich viel lieber wie mit einem Kunstdüngerstreuer über das Feld vor. Oder dem Mineraldüngerstreuer. Passt hier nicht ganz, ne? Jetzt müssen wir es reinkriegen, ne?
Ja, läuft. Gut, ne? Der Monitor da oben ist überflüssig. Ich störe nur beim Fond. Spiegel sind gut gemacht bei diesen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Richtig schicke vorne. Und ich habe richtig dumm gemäht. Egal. Wenn du das erste Mal die Flächen mähst, dann kennst du die eh nicht. Dann musst du da auch eh erst nachgucken, wie das läuft und so. Sind wir gleich durch. Ja, war nur so eine Pfütze, ne? Boah. Nehmen wir auch mit. Wird nix verschenkt. So, Abflug zum Hof. Dass der walzen kann. Das wäre schon wichtig, ne? Crazy Verkehr. Guck mal, wie die Dinger da hinten im Wind flattern. Ist auch cool gemacht, ne? Seht ihr das überhaupt? Ja, gerade so, ne? Doch, seht ihr. Cool. Passiert. Leben alle noch. Ja, Glück gehabt, ne? Fast der Hoppelhäschen tot gefahren. Geht ja gar nicht. Die lieben Hoppelhäschen, du. Und denen geht's auch gut, ne? So, eben die Mähwecke abgebunden. Gewicht reingeschmissen. Dass wir hier. Dass der Walzen kann, der 5,16 ist es, ne? Ganz wichtig. So, wenn da brauchen wir nicht. Mähwecke dahin. Gerät. Denn man seht ihr gar nicht. Hey, der Witzke, ey. Die steht da nur rum, ne? Das wollen wir eben. Ich fahre aber einen richtigen Schlepper. Das ist schön, ne? Der hat auch nicht Bescheid. Oh, jetzt ist das schon wieder, ey. Hier jagt doch stellenweise noch ein Bock den nächsten. Das kann's doch nicht sein. Da sollst du immer bei ruhig bleiben, ne? Aber immer richtig schön, immer dick Kohle für die. Echt? Hier manchmal echt schlechte Laune bei, ne? Heider, neider. Vor allem mit offenen Ding. Ist wieder so langsam geworden.
Leute, 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 ey, ganz ehrlich, also, dass die das nicht ändern und das mal in den Griff kriegen, ne? Aber einen möglichen Scheiß hier, der wird gemacht. Aber sowas, das kriegen sie nicht hin, ne? Jetzt kann ich erstmal gleich anhalten hier. Dass ich das Ding zumachen kann. Jetzt will er mich wieder völlig verabreden. So, liebe Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.